gibt ein Zen-Gedicht, das heißt Hokyo Sanmai. Das ist von Tosan, einem Meister, der um die 800 gelebt hat. Es ist eins der meist zitierten Zen-Texte. Und dieser erste Satz dieses Gedichtes ist ein ganz ein langes Gedicht und es gibt darüber große Auslegungen und viele Bücher. Aber der erste Satz dieses Gedichtes, der hat's mir angetan. Und ich habe mir schon immer, seitdem ich den gehört habe, gedacht, ich möchte da gerne ein Teisho drüber schreiben. Und heute bringe ich es. Das Dharma des So-Sein wird auf intime Weise von Generation zu Generation übertragen. Das Dharma des So-Sein wird auf intime Weise von Generation zu Generation übertragen. Es gibt da auch andere Übersetzungen. Zum Beispiel gibt es die Übersetzung ohne Irrtum, ohne Zweifel. So ist das Dharma, welches von Generation zu Generation übertragen wird. Ohne Irrtum, ohne Zweifel. Mir hat es das Wort So-Sein angetan. Das Dharma des So-Sein. Das Dharma des So-Sein. Was hat es mit diesem So-Sein auf sich? Wenn ich als Therapeut vermittle, du darfst so sein, wie du bist, dann sind die Menschen oft sehr berührt und öffnen sich. Und das ist doch eigentlich eigenartig. Denn wir sind doch so, wie wir sind. Und Sterne, Pflanzen, Tiere sind ganz selbstverständlich so, wie sie sind. Nur irgendwie, wir Menschen haben da unsere Probleme mit anscheinend. Tiere, es ist ihr Wesen, so zu sein, wie sie sind, ohne Zweifel, ohne Irrtum. Und eine Katze, die möchte nicht plötzlich ein Hund sein, weil es das Wesen der Katze ist, ihr ganzes Wesen, ihr ganzes So-Sein, ohne Irrtum, ohne Zweifel, Katze zu sein. Nur wir Menschen haben irgendwie die Vorstellung, anders sein zu müssen. Und das ist unser Bewusstsein, was uns sagt, wir hätten es in der Hand, anders zu sein. Ich denke, da ist der Dreh. Wir glauben, wir hätten es in der Hand, anders zu sein. Das ist die Frage, ob das stimmt. Können wir anders sein, als wir sind? Das ist eine interessante Frage, nicht? Das ist die Frage nach unserer persönlichen Freiheit. Und ich denke, dass beides stimmt. Dass wir es können und dass wir es nicht können. Und ich glaube, das hängt von der Perspektive ab. So ähnlich wie in der Physik Licht, Partikel und Welle sein kann, so kann auch je nach Perspektive, sind wir frei oder nicht frei. Und mit Perspektive meine ich, wenn ich mir einen Menschen, wie ihr hier sitzt, ausschneide sozusagen und loslöse von allen Umständen, von der Kultur, von allem, was er erlebt hat, dann kann er jetzt tun, was er will. Nicht? Er kann aufstehen, rausgehen, auf den Boden spucken, ein Loblied singen, alles frei. Aber wenn ich den Menschen im Rahmen seiner Kultur, seines Lebens, seiner Familiengeschichte, seiner Nationalität, seines Geschlechts, dieser Tausenden von Parametern anschaue, dann fließt er, dann ist er Menschheit. Und dann ist da die Freiheit, die persönliche, individuelle Freiheit zu tun, was er will, ganz anders. Und die Frage ist, ob wir beide Perspektiven leben können. Können wir diese beide, diese ganz individuelle, ganz einzigartige und gleichzeitig diese verbundene Perspektive leben? Ich denke, das ist die Frage, um die es im Zen geht. Und das ist das Training, um das es im Zen geht, wenn man das als Training auch macht mit einem Lehrer, Lehrerin. Wie kann ich dieses Einssein, diese Einheit, die ich immer wieder erfahre, wie kann ich die wirklich mit meiner Einzigartigkeit verbinden und leben, leidenschaftlich als Individuum und gleichzeitig als Teil, als Leben? Es gibt einen wunderschönen Satz, der mir immer wieder auffällt. Das ist von Arnold Beiser, einem Gestalttherapeuten aus den 20er Jahren. Der hat die paradoxe Theorie der Veränderung ausgedrückt.
Die heißt, Veränderung geschieht, wenn ich mich dem zuwende, was ist, und nicht, wenn ich versuche, was anderes zu werden. Veränderung geschieht, wenn ich mich dem zuwende, was ist, und nicht versuche, etwas anderes zu werden. Und ich kann das wieder in Worten des Zen sagen. Durch das bewusste Bezeugen des So-Seins wird das So-Sein nicht verfestigt, wird meine Situation in diesem Moment nicht verfestigt, sondern im Gegenteil, ich gebe Raum für Veränderung. Das ist das, was der Irrtum ist. Ja, mir geht's gerade so schlecht und wenn ich mich jetzt da noch auch drauf, wenn ich das bezeuge, wenn ich mich das auch noch anschaue, dann geht's mir ja noch schlechter, dann wird das ja irgendwie immer fester und immer schlimmer. Und das ist nicht richtig. Das ist auch meine therapeutische Überzeugung, dass wenn ich den Raum gebe, das, was ist, darf sein, lass uns einfach schauen, dann gibt es einen Raum, in dem Veränderung stattfinden kann. Wir leben dann unser Wesen mit allen Konsequenzen. Und wir finden Sinn im So-Sein. Und das ist es wahrscheinlich letzten Endes. Mein Sinn ist es, ganz Cornelius zu sein. Ich muss nicht Albert Schweitzer sein, ich muss nicht Einstein sein. Ich bin geboren worden, auf diese Welt gebracht worden, damit ich einfach das bin, was ich bin, so gut wie ich kann. Da gehören Verstrickungen dazu, da gehören Macken dazu und da gehören, ja, gute Sachen dazu. Johannes Tauler, ein christlicher Mystiker, der um 1300 gelebt hat, hat geschrieben, wahrlich, wir sind und wollen und wollten stets etwas sein, einer über dem anderen. Darum aller Streit und alle Mühe, dass man etwas ist, dass man groß, reich, hoch und mächtig ist. Ein jeder will stets etwas sein und scheinen. Aller Jammer kommt davon, dass wir etwas sein wollen. Das Nichtsein, das hätte in allen Lebewesen, an allen Orten, in allen Leuten völlig wahren, wesentlichen und ewigen Frieden. Und es wäre das Seligste und Sicherste und Edelste, das diese Welt hat, aber niemand will daran, weder reich noch arm, weder jung noch alt. Soweit dieser christliche Mystiker Johannes Tauler. Und warum hätten wir denn damit völlig wahren, wesentlichen und ewigen Frieden, wenn wir einfach so sein könnten, wie wir einfach sind und nicht etwas Besonderes, nicht etwas anderes? Der Frieden käme dadurch, dass wir akzeptieren könnten, das, was ist, und unseren Widerstand aufgeben könnten, gegen das So-Sein. Das heißt nicht, dass wir nichts verändern dürfen. Wir haben diese Verantwortung und wir sind Individuum, einzigartiges Individuum. Aber wir sind eben auch Leben, Ausdruck des Lebens. Und wir sind Menschheit. Allein wenn wir den Begriff der Kultur nicht so eng sehen, wie was weiß ich, Theater, Oper und sowas, sondern ich erzeuge Laute mit meinem Mund und ihr könnt sie verstehen. Das ist Kultur. Das habt ihr kulturell in diesem Prozess gelernt. Und jeder, der redet, formt diese Kultur. Jeder, der redet, verändert die Sprache. Und so entwickelt sich die Sprache. Und das ist nur ein winziges Beispiel, wie ihr aussieht, wie ihr euch anzieht, wie ihr euch verhaltet, wie ihr denkt, was ihr überhaupt denkt, wie ihr redet. Alles Kultur, Menschheit, die fließt und formt. Ja, und da sind wir ein Teil davon. Und wenn wir diesem So-Sein Raum geben, dann entwickelt sich etwas, dann ist das der Raum für Wachstum und der Raum für Entwicklung und der Raum für Veränderung. Wenn wir Sinn in unserem So-Sein finden, wenn wir Sinn in unserem So-Sein finden, ohne Irrtum, ohne Zweifel, dann kann man das Erwachen nennen. Wir Sinn in unserem So-Sein finden. Und um das auf intime Weise zu erfahren, sind wir hier. Sind wir auf der Welt und sind wir hier vielleicht auch und
treffen uns und sitzen und sind einfach so. Das Dharma, das So-Sein, wird auf intime Weise von Generation zu Generation übertragen. Was hat es mit dem Dharma auf sich? Das ist ein buddhistischer Begriff, der sehr vielseitig ist. Das Dharma ist die Lehre, also mit EH geschrieben. Die Lehre über die Gesetze des So-Seins. Und das Dharma ist auch das Gesetz selbst. Nicht nur die Lehre über das Gesetz, sondern das Gesetz selbst der Ordnung alles Seienden. Und das Dharma ist auch das Absolute, der Urgrund, das Göttliche und seine Manifestation. Es ist das So-Sein selber, das Dharma. Und schließlich ist es auch die Einsicht und die Erfahrung in dieses So-Sein, in diesen Urgrund. Also das Dharma ist ein sehr vielfältiger Begriff. Es ist nicht nur, wird oft übersetzt mit Lehre des Buddhismus zum Beispiel, aber es ist eben die Lehre über das Gesetz, es ist das Gesetz, es ist das, worüber das Gesetz ist, nämlich der Urgrund selber, und es ist die Einsicht und die Erfahrung des Urgrundes. Und damit ist es nicht etwas, was wir studieren können und üben können, sondern was wir erfahren müssen. Also die Erfahrung des So-Sein, das Dharma des So-Sein, das So-Sein des So-Sein. Ja, üben und erfahren ist ein und dasselbe. Wenn wir hier üben, dann sind wir getrennt, weil wir dann ein Konzept haben von etwas, was wir üben wollten, aber sind nicht im So-Sein. Darum, wenn es zusammenfällt, üben und erfahren, dann stimmt es. Wenn wir üben, haben wir ein Konzept, ich möchte loslassen üben, ich möchte stiller werden, ich möchte spiritueller werden, ich möchte die tiefe Einsicht haben und so weiter. Und das sind alles Vorstellungen, und wir verlassen uns da, wo wir gerade sind. Wir verlassen das So-Sein zugunsten einer Idee, eines Konzepts. Das hat die Joan Halifax, eine Zen-Lehrerin in den Vereinigten Staaten, sehr schön ausgedrückt. Sie hat über dieses Einfach-Sitzen gesprochen, das heißt Shikantaza im Zen. Dieses Shikantaza ist die Übung des einfach nur So-Sein, einfach nur Sitzen. Eine ungeheuer schwere Übung, weil es ganz schnell in alle Richtungen wir abgelenkt sind. Sie hat geschrieben, Shikantaza ist ein absichtsloser Prozess. Es geschieht, nicht weil du es willst. Du kannst dich nicht hinsetzen und Shikantaza machen. Das Gehirn funktioniert so nicht. Einfach sitzen üben ist nicht das Gleiche wie einfach sitzen. Wenn du einfach sitzen übst, dann praktizierst du üben. Du sitzt nicht einfach. Und so ist das mit dem So-Sein. Und so ist das mit dem Dharma des So-Sein. Wir können es nicht üben, wir können es nur sein. Und das ist das Schwierige an der Sache. Und dazu machen wir solche Formen, solche Gefäße, solche Settings, wie so ein Session, indem wir einfach da sind. Und es geht noch ein Stück tiefer. Huineng, der Vater des chinesischen Zen, hat gelebt so zwischen 600 und 700, schreibt, in meiner Lehre, also im Zen, sind Versenkung und Weisheit, Übung und Erfahrung der Einheit, die Grundlage. Denkt aber nicht, dass es zwei getrennte Dinge wären. Versenkung ist das Wesen von Weisheit, Weisheit ist das Wirken der Versenkung. Also wir sitzen nicht, um die Erfahrung der Einheit zu machen. Es ist kein Umzu, es ist ein absichtsloses Sitzen. Und das absichtslose Sitzen ist die unmittelbare Erfahrung des Geistes, des Urgrundes, des Göttlichen, des Lebens. Das absichtslose Sitzen ist die intime Erfahrung des Lebens. Das ist, was wir praktizieren. Das Dharma des So-Seins wird auf intime Weise von Generation zu Generation übertragen. Dieses Wissen, diese Erfahrung wird im Zen
auf intime Weise in der Erfahrung, in der direkten Erfahrung von Generation zu Generation, von Lehrer zu Schüler übertragen. Das ist auch das Wesen des Zen, dass es nicht um Bücher geht oder um heilige Schriften oder um Dogmen oder um Gesetze, sondern es geht um diese intime Übertragung der Erfahrung. Wie können wir diese Erfahrung leben? Wie können wir das ins Leben bringen? Wie können wir beide Perspektiven, Vielfalt und Einheit, leben? Mir ist neulich eingefallen, im alten Haus Benedikt, wo Williges früher sein Kurshaus hatte in Würzburg in der Stadt, da gab es eine Kapelle und in der Kapelle waren an der Wand gemalt zwei Kreise, die sich in der Mitte überschnitten. Da gibt es dann dieses Oval, diese Schnittfläche, diese gemeinsame. Und das ist das christliche Bild und diese innere Schnittfläche nennt sich Mandorla. Und das ist im Grunde der Platz, in dem im christlichen Glauben Jesus ist, als Vermittler zwischen dem einen und dem anderen, der Transzendenz und der Immanenz, also dem Jenseits und dem Diesseits. Christus als Vermittler zwischen Jenseits und Diesseits, Transzendenz und Immanenz. Und im Zen heißt es, Form ist Lehre, Lehre ist Form, Transzendenz ist Immanenz. Jenseits ist das tägliche Leben. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Jenseits, dem Himmel, in diesen Worten, oder dem Leben, dem Alltag. Da ist kein Unterschied. Absichtsloses Sitzen ist also die unmittelbare Erfahrung von Urgrund, von Leben, von Transzendenz, wie immer wir das nennen wollen. Und nicht nur das Sitzen. Jeder Moment ist Ausdruck dieses Lebens. Jeder Moment, jetzt, 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 immer wieder, jeder Moment, immer, alles ist Ausdruck des Lebens. Es ist, klingt trivial. Und nicht nur die schönen Momente. Nicht nur, ach, ist das alles schön, sondern auch mein Kopf tut mir weh und mir ist heute total schlecht und ich habe 40 Fieber und habe Grippe und da ist jemand erschlagen worden und da trauert jemand und da freut sich jemand und da ist Krieg und da ist Vielfalt und da haben alle Leute viel zu essen und da haben sie überhaupt nichts zu essen. Ausdruck des Lebens. Und Huineng, dieser chinesische Zen-Meister, von dem ich gerade geredet habe, sagt weiter, der Samadhi der einen Handlung bedeutet an allen Orten, und zu allen Zeiten, ob es gehen, stehen, liegen oder sitzen ist, unmittelbar im unmittelbaren Geist zu handeln. Also im Grunde genau das. Und das ist genau das Dharma des So-Sein, des lebendigen So-Sein, das auf intime Weise ganz direkt im Zen vermittelt wird. Ganz direkt, ohne Worte, ohne Konzepte. Einfach in diesem Moment, in dieser Erfahrung. Und die Zen-Meister haben versucht, wie können wir das am besten vermitteln? Und dann gab es die Rinzai-Meister und die haben gebrüllt und geschlagen. Versteh's, hier, da ist es. Und dann gab es die Soto-Meister, die haben es ein bisschen sanfter gemacht. Das ist einfach eine Temperamentfrage. Und haben es vielleicht eher so gemacht, wie ich es versuche. Und so ist es immer wieder der Versuch im Zen. Da ist es doch. Was suchst du denn? Im Zen geht es um die direkte Erfahrung dieses So-Seins. Oder um einen schönen Ausdruck zu verwenden, den ich gehört habe, um die direkte Erfahrung des nahtlosen Gewandes des So-Seins. Um die intime Qualität der Verbundenheit mit allem. Und wir machen diese Erfahrung ständig. Es ist nichts Außergewöhnliches. Ihr kennt es alle. Wir machen es in der Liebe, in der Kunst, in der Natur. Wir sitzen da und der Sternenhimmel ist über uns und es ist einfach nur, ach, keine Worte mehr, einfach nur ja. Und was ich da gerade gemacht habe, diese Niederwerfung, so fremd es für manche sein mag, ist einfach der Ausdruck von dem, ja, so ist es. Und eigentlich ist es völlig überflüssig, denn was soll ich auch noch meinen Senf zum So-Sein dazugeben?
wenn es doch so ist. Wenn wir mit offenem Geist bezeugen, was ist, erfahren wir das So-Sein auf intime Weise. Sind wir eins? Oder wir sind immer eins mit dem So-Sein, aber wir erfahren es dann. Und das ist so und braucht auch keine zusätzliche Anstrengung. Wir brauchen uns nicht anstrengen. Manchmal erscheint mir Zen so anstrengend. Ja, jetzt muss ich mich bemühen. Und eigentlich ist die Bemühung schon wieder etwas, was weggeht davon. Weil wenn es doch so ist, warum muss ich mich dann drum bemühen? Und es gibt da auch nicht mehr richtig oder falsch. Es ist, wie es ist, sagt die Liebe. Ein Gedicht von Erich Fried. Es ist, wie es ist, sagt die Liebe. Leben ist Geburt und Tod. Alle Erscheinungen sind Leben. Was gibt's da noch zu fürchten, dass wir irgendwie etwas verpassen? Wie können wir unsere Einzigartigkeit in dieser Verbundenheit leben? Alles ist immer so sein. Alles ist immer Leben. Verrückte Fragen. Wie kann ich das Leben leben, wenn es mich lebt? Ich habe ein Gedicht von Engyoku Nakao, einer Zen-Lehrerin der Linie beim Bernie Glassman, von dem ich auch Zen-Meister bin. Und ich möchte da eine Strophe von vorlesen und damit das Tesho beenden. Und das Gleiche werde ich morgen auch noch machen mit einer anderen Strophe, weil es genau so sehr schön zusammenfasst, was ich gerade gesagt habe. Sie schreibt, lass uns geloben, Zeugnis abzulegen über die Ganzheit des Lebens und verstehen, dass alles vollständig ist. Indem ich über unsere Unterschiede hinausgehe, werde ich mich als dich und dich als mich erkennen. Mögen wir einander dienen, all unsere Tage, hier, dort, überall.